Hallihallo, Hallöchen. Da bin ich wieder mit meinem Sahneschnittchen Jan. Hallo. Morgen. Und Far Cry 5. Wir haben in der letzten Folge versucht, hier dieses schöne, schöne Lager auszuräuchern. Und irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, wir haben ein bisschen gefailt. Deswegen probieren wir das jetzt gleich nochmal. Genau. Einfach, weil wir es können. Ich sollte mir vielleicht auch mal hier noch so ein Fernrohr oder sowas drauf. Okay, einer weniger. Oh, scheiß Wolf. Wolf down. Mein Gott. Granate. Ne, ich bin schon wieder down. Ich krieg den nicht. Selbst mit der Schrotflinte. Gut, der ist jetzt down. Okay, gut. Ja. Dankeschön. Wir haben es wieder Stärkung gerufen. Ich meine, ist ja gar nicht schlimm. Nö. Wir sind ja so gut. Da macht das ja überhaupt nichts. Nein, das ist nur für die Zuschauer, weißt du, dass die. Nee, hör auf, du siehst mich gar nicht, scheiße. Ach, geht doch weg. Hihihihi, oh, der ist gut gefahren. Okay, der ist down. Ach, da bist du ja. Gut. Nice. So viel zum Thema Nachschub und so. Bäm. Hurk! Nein, geh weg! Ich will ihn nicht! Ich hasse Hurk! Ich hasse Hurk! Ja, cool! Gut! Ja, Das glaubst doch nur du. Oh, scheiße. Es kommt wieder Jäger. Oh, nö. Ich bin total vorsichtig. Ich bin hier erstmal am Looten, Kollege. Siehst du das eigentlich nicht? So, Munition auffüllen. Ja. Nee. Du wirst gejagt. Ja, ich fühle mich auch total gejagt hier. Hallo? Der hat da übrigens eine Quest, der Bub. Yes. Okay. Alles durcheinander gebracht. Gute Aktion. Ja, Weltstation befreit hast. Ich hätte eine, ja, weil wir eine Herausforderung haben, hättest du für uns. Ich hab die Ziele wieder aufgestellt. Nee. Zu treffen liegt bei 30 Sekunden. Mal sehen, ob du das besser das kannst. Das muss ich jetzt kann nicht ich unbedingt nicht haben. Nee. Mm-mm. Kann ich nicht besser. Gebe ich zu, ist gar kein Problem. Habe ich eigentlich was zum Verkaufen? Ich habe gerade irgendwie keine Munition. Oh. Was ein bisschen blöd ist. Dann werde ich mal doch die Knarre wechseln. Dann lasse ich mal eine AK einfach hier. Was soll der Geiz? Oh, nein. Bin ich doch nicht mehr sneaky unterwegs. Ach so, das ist wieder nur eine, die wir mit ins Team nehmen können. Mhm. Oh. Hier ist ein Tresor. Ja, dann mach ihn doch auf. Ja, ich bin doch dabei. Ja, also. Nee, bin ich nicht. Ja. Das Problem ist, wenn jetzt gleich die Jäger kommen, dann sind wir am Arsch. Meinst du? Mhm. Ach, hier ist Schießstand. Was soll ich hier machen? Ja, das ist die Quest, die ich gerade angenommen habe. Oh nein.
Hä? Wo ist denn noch eins? Oh Gott. Ach so. Okay, ist geschafft. Reicht mir, danke. Was kann man da jetzt machen? Weiß ich nicht. Och, Jan. So, ich möchte das jetzt nicht nochmal machen. Was denn das? Wieso? Runde 3. Ich will nicht. Ich will das nicht. Ist okay. Nein, ist das wieder so ein Ding, was wir machen müssen? Wie dieser scheiß Ich-Haxenlauf. Oh. Na gut. Komm, dann machen wir es halt. Okay. Hä? Nee, die ist jetzt vorbei, oder? Nee. Doch. Nein. Was müssen wir jetzt tun? Jetzt. Aber was? Keine Ahnung. 10 von 10 getroffen. Hä? Getroffene Ziele. Ja, jetzt sag nicht, wir sollen die Vögel hier töten. Nee, unwahrscheinlich. Ich sehe keine Ziele. Ich weiß nicht, was das Spiel von mir möchte. Ich gehe nach unten. Ich weiß es halt wirklich nicht. 0 von 5 Ziele getroffen. Ja, ich sehe kein Ziel. Scheiße. Ich dachte, du könntest das besser. Komm, wir können das Ziel neu haben. Hä? Tja, Vielleicht doch die Fische, die Vögels? Ich bin verwirrt. Ich bin höchstgradig verwirrt. So, ich will das nicht, wenn ich jetzt weglaufe. Du musst tatsächlich die Vögel treffen. Echt? Ja. Die treffe ich doch im Leben nicht. Im Leben nicht. Was ist denn das für eine Schrotflinte, mit der ich nicht mal Vögel jagen kann? Lass dir Zeit beim Nachladen, ist gar kein Problem. Ich treffe hier gar nichts. Ich treffe diesen scheiß Vogel nicht. Oh, wow, ich mag das nicht. Getroffene Ziele 4 von 5. Yep. Boah. Ach man, ich mag diese scheiß Herausforderungen nicht, ey. Vogeljagd ist kacke. Ja, Mann. So, jetzt aber. Fertig? Ja. Ein Vogel tot. Ich treffe halt nicht einen einzigen. Ich auch nicht. Alter. Oh, Hilfe. Gut, da betriffst du irgendwas. Ja. Bitte, bitte keine Runde 4, ich will das nicht mehr. Hol dir dein Geschenk ab. Ja, okay. Ja, mache ich. Bei wem denn? Hier. Beim Chefe. Du kannst gut damit umgehen. Ja, ich kann total gut damit umgehen. Kumpel, hast du mir mal gerade zugeguckt?
Was hat er uns jetzt gegeben? Ich habe keine Ahnung. Geld. Ja gut, 800 Taler kann man übernehmen. Egal. So, welche Quest jetzt? Let's have a look. Oh, hoch. Nein. Achtung, irgendwas kommt da? Könnten zu George Wilson. Warte, hier ist gerade einer. Oh. Ja, nice. Oh, da kommt ein Auto. Hä? Was ist denn jetzt los? Die haben mir einen Pfeil ins Bein geschossen. Ja, mir auch. Diese Schweine! Oh nein. Skript-Event. Ja. Ich will nicht, geh weg. Lass mich in Ruhe. Wir sind doch schon mal aus einer von deinen Fabriken ausgebüxt. Können wir jetzt bitte einfach eine versteckte Knarre haben und einfach knallen? Boah, ja, bitte. Ich weiß, du hast Schmerzen. Der Herr gibt und der Herr nimmt. Jetzt! Ja, ich nehme dir gleich was, mein Freund. Ja. Wusstest du, dass ich eine Frau hatte? Nein. Ja, dass die dich verlassen hat, würde mich nicht wundern. Wunderschön, oder nicht? Total schön. Mhm. Sie war schwanger mit unserem ersten Kind. Mhm. Und wir waren eigentlich noch selbst Kinder. Ich hatte große Angst, Vater zu werden. Ja gut, kann die nachvollziehen. Sie war unbesorgt. Wenn ich du wäre, hätte ich auch Angst gehabt, Vater zu werden. Sie war immer zuversichtlich. Ja. Kommst du mal zum Punkt jetzt? Eines Tages besuchte sie eine Freundin. Mhm. Passiert. Es gab einen Unfall. Das ist ja doof. Blöd. Und dann bist du ein bisschen Ballaballa, oder? Mit diesem kleinen rosa Bündel, das an Schläuchen hing. Sie sagten, dass ich stark sein müsse, um ein kleines Mädchen überleben würde. Gott hatte unsere Tochter gerettet. Das siehst du. Ist doch gut. Sie ließen mich allein in dem Zimmer mit ihr. Und ich starrte. Mein Gott, 10 Stunden später. Weck mich, wenn es soweit ist. Ja. Sie hatte niemanden außer mir. Einen niemand von nirgendwo. Mit gar nichts. Und in diesem Moment wusste ich, dass Gott mich prüfen wollte. Er bereitete einen Weg für mich und ich musste mich nur entscheiden. Hast aber nur nicht geschafft, ne? Hat nicht funktioniert? Nee, nicht so wirklich. Dann wusste ich es. Ich erkannte Gottes Plan für mich. Und dann legte ich meine Finger auf den Atemschlauch, der geklebt war an ihr engelhaftes Gesicht und drückte zu. Gut, toll. Jetzt kann ich ihn gar nicht mehr leiden. Toll, Kumpel, hast du toll gemacht. Du bist so ein Held, Junge. Ey, ohne Witz. Ich möchte ihn jetzt gerne einfach so eine Kugel, so hier so, einfach so. Direkt so zwischen die Augen? Ja, so ein Stückchen höher, aber ja, so in etwa. Entbehrung. Das ist alles Teil der Prüfung. Um zu zeigen, dass wir Gott dienen können. Was er auch verlangt. Mhm. Ich hasse ihn. Jetzt ganz offiziell. Ja. Ja.
Ja, den hasse ich auch, sowieso. Aus Prinzip, der hat eine krumme Nase. Okay, jetzt kommen wir wieder voll auf den Trip, oder was? Only you. Ja, so ungefähr. Du musst stark sein. Ich will aber nicht stark sein. Ach, nicht schon wieder. Das hatten wir doch schon. Yes. Okay, ist immer falsch. Warte, ich folge dir. Weiß ich, ob das schlau ist. Hier. Das ist mehr so meine Kragenweite. Scheiße, bin ich gestorben? Was jetzt? Keine Ahnung, was Scheiße, ja, ich bin gestorben. Sorry. Ah, okay. Das war meine Schuld. Ja, ist Schuld. Hier geht's nicht um Schuld, hier geht's einfach nur darum, den Leuten ein paar auf die Fresse zu hauen. Ich dünn die Herde aus, klar. Die Herde keulen! Ne, ich bleib bei der Flinte hier. Töten! Oh, danke. Okay. Wie war das hier? Ja, da oben hoch war es, ne? Ja, ja, ja. Aua, aua, aua. Und dann hier rüber. Habe ich auch nie behauptet. Was habt ihr uns immer erzählt hier? Okay, ich gehe rein. Das ist aber jetzt neu, ne? Ja. Links. Hä? Keine Ahnung, wie das jetzt passiert ist. Okay. Was jetzt passiert? Sag nicht, okay. Wir waren zu langsam. Waren wir zu langsam? Ich glaube, wir haben. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube aber doch. Nee. Oh, nee. Irgendwas tut sich hier. Wir wachen auf. Okay. Ich glaube, wir haben ja ein bisschen gewütet. Ein bisschen, ja. Du musst stark sein. Oder die haben uns einfach hier runtergeschmissen. Möglich. Aber wir könnten mit dem Kletterhang wieder hoch. Aber wir wollen ja da hinten hin. Wo? Mhm. Ja, gleich. Ach. Ich habe Vorteilspunkte. Oh Gott, wie kommen wir denn da hin? Da oben ist irgendjemand. Ach, da. Ja.
Hä? Ach, geh doch weg! So. Frech. Ja, kommt ihr uns einfach entgegen hier, ne? Ehrlich. Oh, oh mein Gott. Mach halt eine auf Geralt. Kein Ding. Noch 2 Fortschrittspunkte erhalten. Aha. Mhm. Ja, ja, ist gut, du stinkt hier. Ich lass dich in Ruhe. Kannst du mich kurz wieder aufsammeln? Ja. Klar. Aua. So, eventuell. Unter Umständen. Ja, ja, ja. Da kommt ein Stinktier übrigens. Ja, ich bin vergiftet. Okay. Die Ansicht hier ist richtig angenehm. Was? Was versuchst du? Du bist tot? Hey, Kumpel, was geht ab? Hey, Kumpel, was geht ab? Der hat ein Ausrufezeichen. Erinnerst du dich an die Judge-Wölfe, die wir gesehen haben? Nee, nicht wirklich, aber danke für die Frage. Die hat produziert die Sekte, die in der Elk-Jaw Lodge. Lass uns den Laden stilllegen. Ah, okay. Ein Außenposten. Oh, guck mal da oben. Wo? Oh! Baller hier nur meine Munition. Oh, oh, das ist nicht gut, Jan. Ah, okay. So, habt ihr jetzt hier noch ein bisschen Muni für mich? Ja, ich hab's ja versucht. Hm, was war das? Da ist noch irgendwo einer. Da sind noch ganz viele. Da hinten. Mhm. Bleib doch mal stehen. Mein Gott! Okay, also die Knarre ist einfach nix. So, Freund. Tschüss. Kaboom! Um das einfach mal klarzustellen. Schön. So, ist es hier Ruhe im Karton oder was? Ich hoffe. So, wir wollen weiter da oben hin, ne? Ich sehe jetzt den Punkt gar nicht mehr. Ja. Hä, warum sehe ich den Punkt? Ach doch, da ist er. Gut. Du bist da? Du musst vielleicht irgendwann einen fahrbaren Untersatz besorgen. Ich gehe jetzt hier erstmal durch die Pampa und wenn wir dann irgendwie einen fahrbaren Untersatz finden, sage ich nicht nein. Ja, okay. Wer schreit denn hier schon wieder? Oh, ich habe keine Ahnung. Ist ich mir egal. So. Nein, da nicht. Ja, ich finde das auch schön, wie stealthy wir das hier machen. Holy shit. Ich glaube, lass mal lieber oben rumgehen. Was war das? Wurdest du jetzt entdeckt, oder? Gut. Das hat sich hier dann gerade erledigt. Gut. Ob das hier so richtig ist, durch die Pampa zu laufen? Ach, bestimmt, ne? Stimmt. Oh. Was denn? Hätte vielleicht mal einer dem Wolf sagen sollen, dass ich nicht schmecke. Aua! Ey, was bist du denn für ein Drecksvieh?
viel Fraß. Wo bist du schon wieder, Jan? Ich bin hier unten und befreie nicht die Geisel. Unten. Ja, ich dachte, ich... Ja, dann komme ich jetzt runter. Runter. Mal eine Geisel, aber ich hab's vielleicht verkackt. Ach komm, das ist doch genau unser Ding, Geiseln befreien. Haben die hier denn wenigstens Muni oder so? Ja. Ja, so ein bisschen. Ja, ne? Aua. Ja, wir sind aber schon wieder bei 25 Minuten, ne? Ja, aber wir gehen jetzt zumindest noch ein Stück weit. Du meinst, du bist zu dem Haus da hinten? Eventuell. Ist das ein Gegner oder nicht? Ich will wieder nicht zu... Soll ich auf... Ist ein Gegner. Doch, schieße. Geisel befreit. Ey, wir haben mal nicht die Geisel erschossen, Jan. Wuhu! Nein! Nein! Ich meine, ich könnte das noch nachholen, ne? Wer schießt denn da? Nee. Ich, Kumpel. Wie geht's, Kumpel? Sie ja, wie geht's, Kumpel? Da hetzen sie die echt? Judges auf sie, um sie an die Jagd blöd. Zu gewöhnen. Wow. Wir dürfen das nicht zulassen. Gehen wir. Was gibt's hier unten? Sie fertig. Ja, ja, machen wir schon. Was haben wir hier? Oh, Sektennotiz an alle Mitglieder der sogenannten Whitetail-Miliz. Dies ist eure letzte Warnung. Wir haben eure Anwesenheit bislang toleriert, aber die Geduld des Vaters mit Ungläubigen hat ihre Grenzen. Ihr könnt gern versuchen, euch in euren Hütten zu verstecken, aber wir werden euch finden. Entweder schließt ihr euch uns aus freien Stücken an, oder ihr werdet geschlachtet, einer nach dem anderen, wenn es sein muss. Ja, mach mal. Ja. Ich habe mir gerade eine vernünftige Kniffe besorgt. Okay, nice. So. Ja, weil dieses Scharfschützending, also da brauchst du echt ein anderes. Also das Ding kann einfach nichts. Okay. So. Ja, da, wir haben mal eine Geisel befreit, Jan. Ich bin so stolz auf uns. Irgendwas ist hier kaputt gegangen. So, ich würde halt gerne irgendwie darüber. Ja, ja, ja. Hier vielleicht. Das ist eine Straße. Ja, ich wollte sagen, hier könnte es klappen. Entschuldigung, da steckt noch ein bisschen Borderlands in mir. Oh, Tiny Tina ist ja auch noch da, ne? Yes! Oh yeah. Er hat ihn bei mir wieder nicht aufgemacht. Ach, ist doch alles egal. Also ich bleib einfach auf der Leertaste drauf und das funktioniert. Ja, bei mir aber halt manchmal nicht. Hm. Weiß nicht warum. Zu fett? Wahrscheinlich. Ich weiß es ja nicht, ne? So. Aber hier kann ich doch so schön. Hui! Hui! Wolf? Wo? Ach, da. Oder aber nicht. Das hat funktioniert. Cool, jetzt sind es auch nur noch 300 Meter. Das ist doch schön. So, der Typ mal noch gelootet hier. Jap, 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 jap. Du siehst mich nicht, Auto. Du siehst mich nicht. Ist das ein Gegner da hinten? Wo? Ja. Ja, es ist einer. Der ist tot. Ja. Du hast ja so die Fernwaffen, ne? So. Hä, ich habe eine normale Pistole. Ja, ja, aber du hast halt irgendwie größere Reichweite da drauf und so Scheiß. Nö, irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Ich habe einen Schalldämpfer drauf. Da hinten kommt noch einer. Aua. Ich bin schon hier am... an dem Dörfli. Sag mal, was schmeißt denn du Arsch? Hackt. You are meat. Ja gut. Hat er nicht ganz unrecht, der Bub. Das ist richtig.
Nicht besonders leckeres, aber Meat. Oh, wir haben George Wilson entdeckt. Ja, hier ist er. Hi, George. Hallo. Hey, George. How are you, my friend? Außer mir, denn ich weiß, dass seine LD richtig abgeht. Und wenn der verdammte Walter Hines nicht meine Sabermetrics geklaut hätte, wäre ich jetzt reich. Ich bin George. Ich behalte für Eli die Straßen im Auge. Sag ihm, was die Peggys vorhaben. Früher war hier alles voller lachender, ballspielender Kinder. Hab ich ihnen beigebracht. Schön. Hab in der Minor League gespielt. War Shortstop für die Hope County Cougars. Aber das ist lange her. Lange vor diesem verdammten Krieg. Ich habe alle Karten durchgesehen. Diese Sektentypen haben unser ganzes Team getötet. Hätte schwören können, dass ich noch das Set aus meinen aktiven Tagen habe, aber einige fehlen. Sag mal, macht es dir was aus, die Augen nach diesen Karten offen zu halten? Ja, mach mir niemals. Was aus. Doch. Toll, sich an die alten Zeiten zu erinnern. Oh, wow, ey. Aber sonst habe ich hier keine Probleme. Das freut mich. Weil sie ringsrum einfach Mord und Doja. Ey, ich spreche übrigens meine Baseballkarten wieder. Ja, ja, eben, dass ich. Oh. Das ist immer so toll. Und nicht mal Muni oder so hat der Typ hier. Gar nichts hat der Typ. Also ich setze mich hier auf die Bank und mache Folgenende. Was hältst du davon? Ja, ich. Wo bist denn du? Da hinten. Bitte auf der Camping-Site hier. So. So, dann schönen Abend noch, gute Nacht, ne, und Hände über der Decke lassen. Weiß Bescheid. Und ja, wenn's drückt, geh auf Klo. Ja, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.